geht? Willkommen auf meinem Channel. Ich zeige euch heute den Käsekuchen. Für mich der beste Käsekuchen der Welt. Warum? Weil er so fettfrei ist wie kein anderer. Ich glaube, ungefähr hat das Ganze 6,5 Gramm Fett. Wie schwer das ist, so zeige ich euch alles noch. Auf jeden Fall bleibt dran. Ich mache erstmal die Bestandaufnahme. Die gucken wir uns als allererstes an. Und zwar brauchen wir einmal ein Proteinpulver, und zwar 20 Gramm. Am besten wäre es natürlich, wenn es ein Proteinpulver ist, was neutral ist, also sprich Vanille wäre jetzt am besten. In diesem Fall ist es hier Vanille, weil nimmst du irgendwas anderes, schmeckt es natürlich nicht nach Käsekuchen. Dann brauchen wir einmal Speisestärke, 10 Gramm, ganz wichtig. Dann brauchen wir ein Süßungsmittel, ob flüssig, im Endeffekt das kann man es einmal so nehmen hier, in der flüssigen Version. Oder als Pulver, ich habe direkt schon Süßungsmittel, was den Geschmack hat, Käsekuchen. Dadurch wird es natürlich noch besser. Jetzt kommen wir zu dem Teil, was ich nicht aussprechen kann. Erythrit heißt das, glaube ich. 50 Gramm, ganz wichtig. Kann aber auch Xylit und was es nicht alles gibt für Erythrit-Sorten, wie auch immer, kann man alles benutzen. Ich benutze das jetzt in diesem Fall, weil das hat 0 Kalorien. So, dann brauchen wir Magerquark, 250 Gramm. Das ist so circa, müssten es 250 Gramm sein. Pi mal Daumen. Das brauchen wir. Dann machen wir eine Zitrone. Hier habe ich einmal Vanillepulver. Das reibe ich dann quasi da rein für den, ja, im Abgang quasi einen Vanillegeschmack oder halt als flüssige Version. Also sprich ein Aroma. Dann ein Ei. Und dann brauchen wir noch ein paar Utensilien. Und zwar brauchen wir eine Zitronenpresse. Wir brauchen natürlich einen Löffel. Dann brauchen wir noch so eine Art Form. Ich würde euch immer raten, nehmt eine Form, die nicht zu hoch ist. Sprich, wenn der Kuchen, also was ich damit sagen will, ist, nehmt eine kleine Form. Denn so habt ihr den perfekten Käsekuchen, so wie man ihn kennt bei Tante Emma oder weiß ich was, wo man den kaufen kann. Weil machst du das jetzt in so einem großen Blech, reicht das von der Portion quasi nicht aus, weil dann hast du ungefähr so einen flachen Käsekuchen. Das wollen wir natürlich nicht, weil wir wollen ja ein bisschen, ne, dass er ein bisschen größer ist und quietschig. Und zu guter Letzt eine Schüssel, damit wir das Ganze da drin, ja, zerrühren, verreiben, wie auch immer. Damit wir das einfach da alles mal reinmachen können und dann machen wir das alles zu einer schönen klebrigen Masse. Das folgt jetzt. Mensch, Freunde, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar brauchen wir natürlich auch noch, damit wir den Quark hier reinfüllen können, sprich unsere homogene Masse, da brauchen wir natürlich noch ein bisschen Backpapier. Ansonsten baftet ja hier alles an und dann kriegst du den Kuchen letztendlich am Ende nicht auseinander. Deswegen noch schnell ein Backpapier nehmen und das zuschneiden. Ich zeige es euch gleich. Ich brauche dafür zwei Hände. Mit einer klappt es natürlich nicht, deswegen bis gleich. So, dann guckt ihr ungefähr, wie viel Backpapier ihr braucht. Sieht aber schon, wie ihr sehen könnt, ne, schneide ich jetzt ein bisschen hier drumherum, so quasi, dass es ein bisschen höher ist als die Form. Und dann hast du auch schon die perfekte, beziehungsweise das zugeschnittene Papier ist dann perfekt für die Form. So sieht das Ganze dann aus. Wenn ihr natürlich nicht so eine Form habt, dann nehmt einfach eine andere. Ja, es gibt noch andere Varianten, wie zum Beispiel diese Variante. Hier haben wir eine Batman-Form. Dort will ich aber dafür sorgen, dass das Ganze auch nicht wieder zu klein, also zu niedrig bleibt. Sprich, da würde ich dann ein bisschen mehr portionieren, weil sonst hast du da einen zu flachen Kuchen und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einen richtigen Käsekuchen. Also am besten wäre es natürlich, sich so eine kleine Form zu holen. Die gibt es ja in Herzform, in so einer kleinen kreisförmigen, wie auch immer. Oh, fällt jetzt noch das Papier raus. So, ich schneide mal schnell die Zitrone zu. Auch erledigt. Also, als nächstes werden wir jetzt alle Zutaten hier reinkippen. Zwar einmal war das jetzt das Whey, also sprich Proteinpulver. Dann haben wir hier die Speisestärke. Dann haben wir hier einmal das Süßungsmittel. Dann brauchen wir natürlich den Speisequark. Den wir auch noch mit dazu geben. Circa 250 Gramm. Dann nehmen wir jetzt unser schönes Vanillepulver, also was wir selber malen. Da machen wir ein bisschen was rein. Zeig mal kurz hier rauf. Damit ihr ungefähr so die Menge abschätzen könnt. Jo, perfekt. Oder ihr benutzt halt einfach das Aroma. Kann man halt auch machen, aber ich habe das jetzt als Pulverversion genommen. Dann brauchen wir ein Ei. Mit einer Hand. Dann brauchen wir einmal das Erythrit. Ich glaube, das heißt so, falls ich falsch ausspreche, einmal in die Kommentare bitte. 50 Gramm. Das wird eine dreckige Angelegenheit, merke ich gerade. Dann brauchen wir noch die Zitrone, die wir jetzt pressen. Gut, dass ich da nicht stehe. Hey! So, das kippen wir dann hier rein. Ja, wunderschön. Könnte eventuell ein bisschen zu viel Zitrone sein, aber ja, gut.
ist halt dann so. Kann man halt selber abschätzen. Also Geschmackssache. Du kannst, ja genau, ist Geschmackssache. Kannst halt auch eine halbe nehmen. Ich nehme eine ganze. Und ich habe ja sowieso noch mein Süßungsmittel drin, was den Geschmack Cheesecake hat. Du kannst natürlich auch einen anderen Geschmack nehmen. Also ich würde da aber entweder wirklich ganz normale Süßungsmitteltropfen benutzen, sprich die nach gar nichts schmecken, neutral sind. Oder du benutzt halt Vanillegeschmack, aber alles andere würde ich nicht nehmen, weil dann ist es kein Cheesecake mehr. So, das verrühren wir jetzt, komm mal wieder ran. Damit wir eine homogene Masse haben, sagt sie mir jetzt auch noch. Das sieht schon mal gut aus. Dann nehmen wir unsere Form. Hier habe ich ja das Papier zugeschnitten und das Ganze kippen wir jetzt dort rein. Ich kratze das Ganze jetzt hier nochmal aus, damit wir nichts verschwenden. Und dann würde ich natürlich dafür noch sorgen, dass das Ganze flach ist, also sprich, dass jetzt hier nichts absteht oder so. Oh, ich sehe gerade, das ist ganz schön eng geschnitten. Guck mal hier, das ist genau eben mit dem Blattpapier. Na gut, gucken wir mal, was passiert. So, dann schiebt ihr das Ganze in den Ofen bei 150 bis 180 Grad 30 Minuten lang. Aber im Endeffekt kannst du es auch selber abschätzen, weil wenn du jetzt der Meinung bist, du willst es ein bisschen weicher haben, nimmst du es natürlich schneller raus. Wenn du es noch härter haben willst, lässt es länger drin. Ganz einfach. Machst aber mit Auge und Fühlen. So, bis gleich. So, das Ganze ist eventuell eine Arbeitszeit von, also habt ihr ja gerade gesehen, Vorbereitungszeit. Ich meine, im Endeffekt ist da kaum was geschnitten von dem Video. Das bedeutet, ich glaube, 5 Minuten. Ich glaube, die Sachen zusammen zu suchen, beziehungsweise sie zu holen, dauert länger als das Vorbereiten. Sprich, was man alles in die Schüssel halt macht. So, 30 Minuten warten, gleich holen wir es raus. So, jetzt sind die 30 Minuten um, beziehungsweise bei mir waren es 35 Minuten und das Ganze kommt jetzt von dem Ofen in den Kühlschrank, damit ihr Bescheid wisst. So, und wenn ungefähr lasse ich das Ganze jetzt so 1 bis 2 Stunden drin, je nachdem wie warm du das Ganze haben möchtest. Ich mag es, wenn der Kern lauwarm ist und dann hole ich das Ganze raus und ich präsentiere es dann hier drüben auf dem Tisch. Also bis gleich. So, Freunde der Sonne, ich probiere jetzt den Käsekuchen, Light-Version. Konsistenz auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Sieht auf jeden Fall hervorragend aus. Man beachte bitte das Objektiv, was da hinten einfach noch so steht, alleine. Test, test, test. Probier mal. Hallo, wo ist denn dein Mund? Ich muss. Probier mal jetzt. Ist gut? Ist gut, ne? Ja, aber es ist lauwarm. Man muss auf jeden Fall diesen Kuchen hier lauwarm lassen. Also sprich, abkühlen lassen, meine ich. Weil sonst ist er zu labbrig. Aber sobald man eine gewisse Konsistenz erreicht hat, beziehungsweise Temperatur, ist der hervorragend. Das schmeckt wirklich gut, muss ich echt sagen. Also wenn du überlegst, ist es ein Leitprodukt. Ja. Ist lecker. Ist lecker, ne? Ja. Und Spendler Käsekuchen, oder? Ja. Also, an dieser Stelle, warum bin ich denn eigentlich so verschwommen, Mann? Ah, da ist er. Ja, da ist er endlich. Meine Fresse. An dieser Stelle bleibe ich mit dem Kuchen jetzt alleine und wir sehen uns im nächsten Video.